Willkommen beim Talk täglich. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet auf www.bahn.de. Liebe Zuschauer, diesen Satz hört Sie schon sehr oft in unseren Sendungen. Wir wollen heute aber nicht auf die Internetseite, sondern gewissermaßen dahinter schauen. Was macht die Adresse so beliebt? Was bietet sie und welche Neuerungen gibt es dort? Darüber weiß mein heutiger Gast bestens Bescheid. Es ist Wilfried Singethan, Online-Marketing-Manager von der DB Vertrieb GmbH. Herzlich willkommen. Hallo Herr Puls. Herr Singethan, seit wann gibt es das Portal bahn.de? Bahn.de gibt es schon seit über 10 Jahren. Mhm. Wir haben halt klassisch angefangen mit einer reinen Information. Aber seit dem Jahr 2002 bieten wir auch eine Fahrplanauskunft, sogar eine adressscharfe Auskunft von Haus zu Haus. Und seit dem Jahr 2001 haben wir auch unser allseits beliebtes Online-Ticket im Angebot. Mhm. Ja, blicken wir noch mal 10 Jahre zurück. Was wurde den Nutzern damals geboten? Nur der Fahrplan oder was von der Bahn konnte der Nutzer damals erfahren? Ganz am Anfang, als das Internet laufen lernte, da hatten wir hauptsächlich Informationen von der Deutschen Bahn auf unserer Internetseite. Aber wir haben halt schnell erkannt, dass die Leute interessiert, ist die Reiseauskunft. Und die haben wir dann ganz schnell auch so programmiert, dass im Internet läuft. Haben dann relativ schnell erkannt, dass wir alle Verkehrsträger integrieren wollen. Also nicht nur die Züge, sondern auch die Busse, die Straßenbahn, die U-Bahn. Und damit bieten wir heutzutage die größte und beste Reiseauskunft in ganz Europa. Ja, was bietet bahn.de heute? Das ist ein doch sehr umfangreiches Portal, ne? Bahn.de bietet nicht nur eine reine Reiseauskunft, obwohl das ist, was die Kunden bei uns am meisten interessiert, sondern natürlich auch ein Online-Ticket. Man kann also auch bei uns das Ticket direkt ausdrucken. Aber man kann sich auch komplett über die Bahn informieren, Pünktlichkeitsprognosen abfragen oder auch Services nutzen, die ein komplettes Reisebüro zur Verfügung stellt. Mhm. Wenn ich mich dann über alles informieren möchte, wie viele Unterseiten hat denn dieses Portal bahn.de? Oh, bahn.de hat über 4000 Seiten. Die natürlich alle sehr aufwendig und täglich gepflegt werden. Das ist schon viel Arbeit. Wie viele Mitarbeiter machen das? Das ist ja doch ein gewaltiges Aufkommen an Informationen, was da bewältigt wird. Ja, wir sind aber eine sehr kleine und schlagkräftige Truppe. 4 bis 5 Menschen kümmern sich also um den Content, so wie wir sagen. Also das sind unsere Redakteure, die dafür sorgen, dass jede Seite möglichst so aktuell wie möglich ist. Das stellt man sich doch ganz anders vor, denke ich mal. 4 bis 5 Leute, also das ist schon doch eine gewaltige Arbeit, die da auf diese Leute zukommt. Ja, das ist auch nicht einfach, aber wir kriegen es hin. Wie viele Nutzer haben Sie bei bahn.de? Oh, wir haben über fast 4 Millionen registrierte Kunden, die recht häufig natürlich auch unsere Seite besuchen. Wir geben zum Beispiel jeden Tag 2 Millionen Reiseauskünfte über bahn.de und verkaufen bis zu 40.000 Tickets am Tag. Das sind also umgerechnet pro Sekunde im Schnitt 33 Tickets. Nicht schlecht. Wie viele Nutzer verkraftet die Seite bahn.de gleichzeitig? Da gab es ja auch mal so Problemsachen, wenn so Sturm Kyrill, erinnere ich mich, da wurde es dann doch ein bisschen eng. Wie viele können gleichzeitig darauf zugreifen? Also wir lernen natürlich aus allen Fehlern der Vergangenheit sozusagen. Ja. Also wir wissen, das war ja kein Fehler. Damals, nein, das war kein Fehler. Wir müssen auch erst lernen, wie hoch die Nachfrage denn in Spitzenzeiten sein kann. Ja. Aber wir haben uns darauf eingestellt. Mittlerweile kann uns auch ein Sturm Kyrill nichts mehr anhaben. Mhm. Wir sind gerüstet. Und wir bieten eine Verfügbarkeit von 99,8%. Das ist schon ein sehr guter Wert. Ja. Und wir sind gerüstet. Mhm. Die Fahrplanauskunft, sagten Sie schon, ist eines, was am häufigsten dort abgefragt wird. Was wird denn noch dort abgefragt? Was finden die Nutzer dort interessant auf bahn.de? Ja, also größtenteils die Reiseauskunft, klar, aber auch das Online-Ticket, aber auch unser komplettes Reisebüro, was wir haben. Da bieten wir von unserem Partner Ameuropa die sehr beliebten Surf-and-Travel-Angebote, also ein Kombipaket zwischen Hotel und Bahnfahrt. Mhm. Wir sind aber auch ein kompletter Mobilitätsanbieter. Wir sind nicht nur ein Bahn, sondern auch ein komplettes Mobilitätsportal. Ja. Also wir bieten alles dem Kunden vom Hotel, vom Mietwagen, sogar über Flüge. Wir bieten alles. Von Tür zu Tür. Von Tür zu Tür. Das ist halt das Besondere an unserer Reiseauskunft, dass wir dem Kunden dort abholen, wo er wohnt, zu Hause. Er gibt nur seine Adresse an und wir sagen ihm, wie er sogar zur Haltestelle laufen muss, mit einem schönen Kartenausschnitt. Ja. Und er druckt sich das aus oder guckt sich es einfach nur an und findet dann den Zug, mit dem er hoffentlich schnell sein Ziel erreicht. Und bei der Reiseauskunft gibt es jetzt auch eine Neuerung. Wie sieht diese aus? Ja, bei der Reiseauskunft haben wir ab Dezember 2007 unsere RIS-Daten, also die reisenden Informationsdaten, integriert. Mhm. Das heißt, während sich der Kunde im Internet nach seiner Zugverbindung informiert, kann er auch gleich erkennen, ob für diese Verbindung
wenn sie natürlich in nächster Zeit stattfindet, besondere Informationen vorliegen. Gibt es eine Gleisänderung? Ist mein Zug heute pünktlich? Das erfahre ich direkt in der Reiseauskunft durch so ein kleines Symbol mit einer Uhr. Mhm. Und wenn ich da draufklicke, erhalte ich sämtliche Informationen, die über diesen Zug vorliegen. Mhm. Und woher kommen diese Daten? Wie aktuell können die sein? Die Daten kommen vom Reisendeninformationssystem, also vom großen RIS-Server. Ja. Die Daten sind sehr aktuell, weil sie die ganze Zeit von jedem Zug persönlich sozusagen gemeldet werden, ja, der in Deutschland unterwegs ist. Die Daten werden in einem großen Server, in einem großen Computer gesammelt. Mhm. Und wir sind eine Stelle, die diese Informationen dem Kunden zur Verfügung stellt. Mhm. Zum Verreisen braucht man auch eine Fahrkarte. Die gibt es auch über das Internet, das sagten Sie schon. Das Online-Ticket, ja, wie beliebt ist das? Wie hat sich das entwickelt? Ja, ich denke mal, es ist sehr beliebt, weil wenn 40.000 Online-Tickets täglich ausgedruckt werden, zeigt das eigentlich, dass dieser Service auch anerkannt ist oder auch genutzt wird. Wir sind sehr zufrieden. Wir gehen natürlich davon aus, dass man die Zahlen noch steigern kann, aber es läuft ganz gut. Mhm. Zum Online-Ticket gibt es auch eine Neuerung, das Online-Hotel, wenn man so möchte. Man kann gleich zur Bahnfahrt das passende Hotel buchen. Wie funktioniert das? Wir nennen das eine integrierte Hotelbuchung. Mhm. Das bedeutet, man sucht sich einfach seine Reiseverbindung raus. Man möchte zum Beispiel am Wochenende mal nach Berlin, gibt seine oder sucht sich seine Hinfahrt und seine Rückfahrt raus. Und dabei erkennt der Computer, Mensch, die Person möchte ja bestimmt auch in Berlin übernachten. Dann schlagen wir ihr noch mal ein Hotel vor. Mhm. Wir bieten also über unseren Partner Hotel.de eine Auswahl von 210.000 Hotels weltweit an. Mhm. Das ist schon ganz beachtlich, denke ich. Und wir bieten sogar eine Best-Price-Garantie. Also der Kunde kann sicher sein, dass er bei uns ein sehr günstiges Hotel dazu buchen kann. Mhm. Es gelten die ganz normalen, klassischen Bedingungen, wie bei Hotel das üblich ist. Also man muss noch nicht das Hotel bezahlen. Man kann es sogar ganz flexibel am Reisetag noch stornieren. Oh. Und man muss einfach an der Rezeption dann erst das Hotelzimmer bezahlen. Und das Online-Ticket, ja wie gehabt, mit Kreditkarte oder EC-Karte. Praktische Sache. Wärst du doch lieber klassisch, Marc, und die Fahrkarte in einer Verkaufsstelle der Bahn kaufen möchte. Der findet jetzt Informationen darüber auch im Internet. Welche sind denn das? Da haben wir auch eine Neuerung. Das ist unser Filialfinder. Mhm. Da kann man praktisch seine Adresse angeben und erfährt, wo das nächste DB-Reisezentrum oder die nächste DB-Agentur oder das nächste DB-Reise oder das nächste Reisebüro mit DB-Lizenz ist. Und man erfährt alles über Öffnungszeiten und wie ich da hinkomme, die Adresse. Wir sagen also dem Kunden, wenn du eine klassische Beratung haben möchtest, dann geh da und dahin. Mhm. Wer nun nicht nur Bahn fahren möchte, sondern gleich den richtigen Urlaub buchen möchte, der ist ja auf bahn.de auch richtig zu Hause, ne? Ja, wir haben ein klassisches Reisebüro bei uns in der Rubrik. Wir haben so Überschriften auf der Internetseite und da gibt es eins, das heißt Reisebüro. Mhm. Und da ist das komplette Spektrum, was ein modernes Reisebüro heute bietet. Also auch von Städtereisen, von Flugreisen. Aber wir bieten zum Beispiel auch Events an. Ja. Alles Mögliche. Unser größter Partner ist zwar Ameuropa, aber wir bieten das gesamte Spektrum eines vollwertigen Reisebüros. Mhm. Was wird denn da am meisten gebucht? Was sind so die beliebtesten Sachen, die auf bahn.de über den Tisch, über den Tisch kann man nicht sagen, gehen. Über das Internet gehen. Ja, wir sind halt ein klassisches Bahnportal bei den meisten Kunden noch und darum werden am besten halt unsere Ameuropa-Produkte verkauft. Also ein klassisches Reiseprodukt, was in Verbindung mit der Bahn sehr günstig erworben werden kann. Und darum stehen unsere Ameuropa-Produkte, also auch Hotelübernachtungen, aber auch unser Surf and Travel Kombiprodukt, also Bahnfahrt und Hotelübernachtung mit einem günstigen Preis, was wir exklusiv auf bahn.de anbieten, sind unsere Verkaufsschlagen. Mhm. Gibt es auch Regionen, die am meisten nachgefragt werden oder ist das überall gleich verteilt? Das ist schon überall gleich verteilt, aber wir merken natürlich, dass Städtereisen bei uns sehr beliebt sind. Also große Städte wie Berlin, Hamburg, München, die werden natürlich auch von vielen Bürgern in Deutschland zum Urlaub machen aufgesucht. Und das buchen natürlich viele bei uns, weil sie gerne mit der Bahn anreisen. Sie kennen jetzt Ihre Kunden ja nicht persönlich von Angesicht zu Angesicht, aber wer ist denn so die Zielgruppe dieser ganzen Buchung, Fahrkarten, Online-Ticket, Hotelbuchung und so weiter? Ja, wir gehen mal davon aus, dass Urlaub jeder gerne macht und auch braucht. Ja. Und darum ist unsere Zielgruppe eigentlich jeder. Wir bieten auch für jeden etwas und wir merken das auch, dass wir die komplette Altersklasse abdecken, von Kindern bis ältere Menschen im hohen Alter. Hat sich das in den letzten 10 Jahren auch entwickelt oder war das vor 10 Jahren schon so?
Das hat sich natürlich in den letzten Jahren erst so entwickelt, gerade mit älteren Menschen, die jetzt keine Hemmung mehr haben, mit dem Internet zu arbeiten. Wir stellen das auch immer wieder auf Messen fest, wenn wir also in Kontakt mit unseren Kunden, die wir ja sonst nicht sehen, kommen, dass auch immer mehr ältere Menschen sich für das Internet interessieren und sich da auch richtig reingefuchst haben. Ältere Menschen haben vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, aber die kennen sich sehr gut aus im Internet. Neben dem Internet bieten Sie ja vielleicht auch für moderne Handys Neuerungen an. Wie sieht denn das da aus? Ja, wir haben also auch erkannt, dass der Bahnkunde ganz gerne auch mobil Informationen abrufen möchte. Ja. Und deswegen haben wir eine Internetseite entwickelt. Damals hieß das noch WAP-Portal, also eine WAP-Seite, mit der man jederzeit mit einem modernen Handy ins Internet sozusagen gehen kann und da auch Informationen abfragen kann. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Handys immer moderner werden und leistungsfähiger und schneller, wird das immer beliebter. Man kann sich also einen kompletten Fahrplan bei uns abfragen. Man kann aber auch herausfinden, ob ein Zug pünktlich ist. Oder man kann auch gleichzeitig heute schon sein Handy-Ticket buchen. Vielleicht zeigen wir das ja mal mit dem Fahrplan. Sie haben ja zufällig ein Handy dabei. Ja, ich habe hier mal unser neuestes Produkt mitgebracht. Das ist der DB Rail Navigator. Das ist ein Java-fähiges Programm, was man sich einmal, wenn man unsere Internetseite mobile.bahn.de besucht, herunterlädt. Dann wird das praktisch auf diesem Handy lokal abgespeichert. Und wenn man dann sich für eine bestimmte Verbindung interessiert, zum Beispiel Frankfurt nach Berlin oder Berlin nach Frankfurt, ist egal, dann fragt man die einfach ab. Ja. Und die schauen wir mal, wie das geht. Ja, also hier ist die Verbindung. Ja. Ich interessiere mich jetzt genau für diese Verbindung von Berlin nach Frankfurt. Ich habe das hier mal vorbereitet, weil die Verbindung habe ich ja abgespeichert schon. Ja. Kann man sich beliebte Verbindungen so vorprogrammieren? Sie sehen, ich habe hier auch eine Verbindung von Bad Homburg nach Frankfurt abgespeichert oder von Braunschweig nach Frankfurt. Jetzt interessieren wir uns erstmal für Berlin nach Frankfurt. Jetzt werde ich gefragt, wann ich fahren möchte. Ich sage jetzt und sehe sofort sämtliche Züge, die jetzt sofort von Berlin nach Frankfurt fahren. Und ich sehe auch in der dritten Spalte die Umstiege, also ob er umsteigt. Ja. Ich kann mir aber auch mit dieser tollen Funktion aktuelle Zuginformationen abfragen. Welche sind das zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, ob es für diesen Zug heute eine Veränderung gibt. Zum Beispiel, ob der Zug auf einem anderen Gleis hält. Ich muss jetzt hier die Frage beantworten, ob mein Handy sozusagen jetzt eine Information aus dem Internet abfragen darf, weil ein paar Cent an Kosten entstehen. Das habe ich jetzt bestätigt. Und jetzt, nach wenigen Sekunden, erfahre ich, ob für diesen Zug, für den ich mich gerade interessiert habe, aktuelle Informationen vorliegen und ob er zum Beispiel auch pünktlich ist. Das heißt, das wird jetzt von einem anderen Rechner auf das Handy dann übertragen. Ja? Genau, das ist der sogenannte RIS-Server, also der Reiseninformationssystem-Server, wo alle Daten gefunden werden. Das sind jetzt genau 14. Ja. Und hier erkennt man es an diesen kleinen grünen Häkchen, dass die Welt in Ordnung ist. Meine Züge, für die ich mich jetzt in der nächsten Zeit interessiere, alle in Ordnung sind und sozusagen auch pünktlich sind. Tolle Sache. Ja, das heißt, ich kann an jedem Ort mit diesem Handy sofort wissen, wie die Zuglage ist. Genau, ich habe auch heute sogar die Möglichkeit, mich mit einem sehr modernen Handy vom GPS-System orten zu lassen. Das heißt, mein Handy weiß sogar, wo ich mich befinde. Also ich bin irgendwo gestrandet und möchte einfach nur wieder nach Hause. Dann sage ich zu meinem Handy, bitte bring mich nach Hause, möglichst natürlich mit der Bahn. Dann sagt mir das Handy, du befindest dich da und da, nimm den und den Bus und fahr da und da zum Bahnhof und dann fahr mit dem ICE nach Hause. Also geht, es kann auch alles. Keiner mehr im Wald verloren gehen. Ja. Nein, das Tolle ist, Sie können auch heute sofort das Ticket mit dem Handy buchen. Wir nennen das dann auch natürlich Handy-Ticket. Und es ist noch am Anfang, aber es wird immer beliebter und unsere Kunden finden es toll. Wir sind kurz vorm Ende. Welche Neuerungen auf Bahn.de können wir in nächster Zeit noch erwarten? Ja, wir haben uns natürlich überlegt, dass wir auch immer noch mehr uns auf den Kunden einstellen wollen. Und darum werden wir in Zukunft einen Bereich anbieten, der heißt Meine Bahn. Also da, wo der Kunde sich sein individuelles Programm fürs Internet zusammenstellen kann, wo er noch schneller zu seinen Verbindungen und zu seinem Ticket kommt und wo er einfach sich so seine Heimat auf unserer Internetseite bauen kann. Okay, darauf sind wir gespannt. Herr Singethan, ich danke Ihnen für diese vielen Informationen. Bitte sehr. Schön, dass Sie da waren. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, weitere, was sage ich, alle Informationen zu den Themen dieser Sendung finden Sie natürlich auch im Internet auf www.bahn.de. Und einen Link zu den Sendungen von BahnTV gibt es in der Rubrik Mobilität und Service. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute, auf Wiedersehen.